Fast Fashion ist gar nicht immer so verkehrt. Wenn man mal so drüber nachdenkt, dann kann man Fast Fashion schon vertreten, Es ja. macht durchaus Sinn, Fast Fashion Marken zu tragen. Ja. Definitiv. Gerade im Gegenteil, es wird eher keinen Sinn machen, sie nicht zu tragen. Wo kämen wir denn da hin? Also Fast Fashion nicht zu supporten, das wäre ja ein Graus. Olli, da bin ich voll bei dir. Aber nur um nochmal sicher zu gehen, dass wir von der gleichen Sache reden. Ja, es geht jetzt um Klamotten, die halt jetzt einfach schon da sind. Ganz genau. Sprich, Klamotten von Fast Fashion Marken, die in unseren Kleiderschränken hängen, die können wir ruhigen Gewissens weitertragen, denn nutzt ja niemandem was, wenn die einfach nicht mehr benutzt werden. Du sagst es. Aber Fast Fashion Teile neu kaufen, das sollten wir halt vermeiden. Das ist klar, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, weil so wie wir gerade darüber geredet haben, dann könnte das leicht verstörend wirken. Da müssen wir aufpassen, dass wir den Videotitel nicht irritierend wählen. Jo Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut. Ich bin Yannick. Perfekt. Den hatten wir auch noch nie. Geil. Den hatten wir auch noch nie. Das ist auch interessant. Jo Leute, was geht ab? Wir hoffen, es geht euch gut. Hinter der Kamera sitzt Yannick. Ich bin Olli. Herzlich willkommen bei uns im Rethink Nation Studio und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Okay, meine Lieben, Spaß beiseite, aber was spricht denn dafür, den Neukauf von Fast Fashion Teilen kritisch zu sehen? Dazu müssen wir mal einen Blick auf die Textilindustrie werfen. Wenn man sich mal Fakten zur Textilindustrie anschaut, muss man feststellen, dass diese einen ziemlichen Umweltkiller darstellt. Momentan verursacht die Textilindustrie mehr CO2-Emissionen als die internationale Luft- und Kreuzfahrt zusammen. Einen maßgeblichen Anteil dabei hat die Herstellung von Plastikfasern wie Polyester beispielsweise. Aber auch die Weiterverarbeitung der Textilstoffe und die Transportwege spielen da natürlich mit rein. Allein die Produktionsschritte einer Jeans geschehen in circa 11 verschiedenen Ländern. Bis sie also dann letztendlich bei uns im Handel und im Geschäft liegt, hat sie eine ziemlich lange Reise hinter sich. Zusätzlich zum hohen CO2-Verbrauch hat die Modeindustrie auch einen immens hohen Wasserverbrauch. Konventionelle Baumwolle mit das beliebteste Rohmaterial unserer Kleidung benötigt allein für den Anbau sehr viel Wasser. Für 1 Kilogramm Rohbaumwolle benötigt man bis zu 23.000 Liter Wasser. Das entspricht ca. 150 Badewannen. Schon krank, oder? Wahnsinn. 150 Mal baden. Ja. Das mache ich noch nicht mal im Jahr. Hat voll Bock auf ein heißes Bad. In Zentralasien führte der hohe Wasserverbrauch zur Austrocknung des Aralsees, dem viertgrößten Binnensee der Welt, der vor der Austrocknung so groß wie das Bundesland Bayern war. Ein drittes wichtiges und erschreckendes Thema in Bezug auf die Umweltschädigung ist der Einsatz von giftigen Chemikalien und Pestiziden. Bei dem vorhin angesprochenen Anbau von Baumwolle werden sehr viele verschiedene umweltschädliche Pestizide eingesetzt. In Zahlen heißt das, bis zu 8000 verschiedene. Diese führen bei den Bauern zu schweren Krankheiten und zudem verunreinigen sie auch noch die Böden und somit auch unsere Umwelt. In der Weiterverarbeitung der Klamotten, speziell bei der Waschung und Färbung, kommen noch weitere gefährliche und giftige Chemikalien zum Einsatz, die dann in die umliegenden Flüsse und Seen gelangen. Über 2/3 der chinesischen Flüsse und Seen gelten als verschmutzt. Die Giftstoffe aus den Fabriken werden oft ungeklärt in die Abwässer geleitet und gelangen dann auch ins Trinkwasser und ins Essen. Laut Greenpeace kann man auf Satelliten Bildern erkennen, dass die Abwässer in den Meeren eine große schwarze Wolke abbilden, die so groß sein soll wie 50 olympische Schwimmbecken. Und als ob diese ganzen Fakten nicht schon schlimm genug wären, sieht es bei den sozialen Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeitern auch nicht gerade rosig aus. Eine junge Fabrikarbeiterin aus Bangladesch erzählte, dass sie oft geschlagen wurde bei der Arbeit und auch oft unter Angstzuständen arbeiten musste. Auch der Lohn der Fabrikarbeiter ist für uns hier kaum vorstellbar. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Muhammad Yunus spricht von Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter, wie sie die Europäer zu Beginn der Industrialisierung hatten. Das Monatsgehalt langt gerade einmal zum Überleben und zudem erfüllen gerade einmal nur circa die Hälfte der Fabriken die vorgegebenen Sicherheitsstandards. Puh, wie wir sehen, ist die Textilindustrie und alle Aspekte der Herstellung ein erschreckendes Thema für die Umwelt und auch für die Arbeiter vor Ort. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, heute Teil der Poppen statt Shoppen Kampagne sein zu dürfen und diese unterstützen zu können. Poppen statt Shoppen, Olli, was kommt dir da so in den Sinn? Also mein erster Gedanke war tatsächlich die Popmusik. Ah. Du weißt ja, ich bin sehr musikalisch veranlagt, sprich Popmusik hören anstatt shoppen gehen. Macht Sinn auf jeden Fall. Krass, ich habe da an was ganz anderes gedacht. Okay. Meiner Meinung nach macht es auch viel mehr Spaß und zwar Sektkorken poppen lassen. Ja, das ist auch eine spaßige Angelegenheit, ja. Definitiv, ja. Und also wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, also was anderes kommt mir jetzt auch gerade nicht mehr in den Sinn. Nee, wenn ich so drüber nachdenke, nee. Wobei, warte mal, poppen, da gab's doch noch irgendwas. Poppen.
Ah, nee, war ein falscher Gedanke. In diesem Sinne, der Hashtag Poppen statt Shoppen wurde von der Romero-Initiative ins Leben gerufen. Die Initiative beschäftigt sich seit nicht unwesentlicher Zeit unter anderem mit den Problemen der Textilindustrie und leistet hier Aufklärungsarbeit. Zum Beispiel als Gründungsmitglied der Clean Clothes Campaign, zu Deutsch Kampagne für saubere Kleidung. In ihrer Recherche sind sie unter anderem auf die Neurowissenschaftlerin Marin Urner und den sogenannten Knowledge Action Gap gestoßen. Generell behauptet Frau Urner, dass ca. 50 bis sogar 95% unserer Handlungen aus Gewohnheit geschehen. Sprich, dass wir gar nicht aktiv darüber nachdenken, was wir jetzt gerade tun. Auf das Thema Kleidung ist das auch ganz interessant anzuwenden. Ich würde behaupten, auch vor der Gründung unseres Kanals haben wir hier und da aufgeschnappt, dass mit der Textilindustrie einfach auch was nicht stimmt. Sprich, das Wissen war da, die Veränderung hat aber auf sich warten lassen. Man war es halt gewohnt, seine Klamotten auf eine bestimmte Art und Weise zu kaufen und hat daran auch nichts geändert. Die Lösung für das Problem, sprich das Ändern der Gewohnheiten, ist so simpel wie faszinierend. Das ganz einfache Wiederholen von Verhalten schafft Gewohnheiten. Und da dachte sich die Romero-Initiative, wir machen eine Kampagne und rufen die Leute zum Handeln auf. Unter dem Hashtag Poppen statt Shoppen könnt ihr nämlich in den sozialen Medien euer Lieblingsklamottenstück vorstellen und gleichzeitig drei eurer Freunde nominieren, das gleiche zu tun. Also bei der nächsten Shoppinglust einfach mal die Füße stillstehen lassen und wertschätzen, was man bereits hat. Und damit wir hier nicht nur dumm rumlabern, gehen wir mal mit gutem Beispiel voran. Olli, was hast du für uns im Angebot? Also mein Lieblingsteil von früher wohlgemerkt, also mein Lieblings-Fast-Fashion-Teil, was ich schon sehr lange habe, ist tatsächlich das Hemd, was ich gerade anhabe. Das habe ich mir damals noch zu Schulzeiten geholt, also bestimmt 11., 12. Klasse, also ist bestimmt schon 10 Jahre alt. Krass. Habe das damals schon regelmäßig angezogen und ich weiß noch damals, ich habe ja auch letztens mal einen Instagram-Post daraus gemacht, wo wir mit dem YouTube-Kanal angefangen haben. Da wollte ich ja mit den ganzen Fast-Fashion-Teilen nichts mehr zu tun haben. Und hab die ja erstmal auf den Speicher getan, da war das Hemd auch dabei. Mm. Aber jetzt irgendwie dann so vor 1-2 Jahren dachte ich mir so, was macht's denn für einen Sinn? Jetzt liegen die Sachen da oben auf dem Speicher. Klar, ich kann sie verkaufen, aber ich kann sie ja auch selbst noch anziehen, weil ich finde sie ja noch cool so vom Aussehen. Habe ich es wieder runtergepackt und bin froh, dass ich es wieder anhab. Hattest du auch echt oft mittlerweile wieder an. Ja. Ja, jetzt gerade jetzt, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, ist so schön kuschelig. Ich bin froh, dass ich es noch habe und nicht abgegeben habe. Nice. Bei mir ist es ein Teil, das mir mein Papa vermacht hat. Und zwar ein Gürtel von Hugo Boss. Mhm. Der ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Den hat er mir irgendwann vermacht. Den habe ich mir vielleicht aber auch selbst vermacht. Bin ich mir unsicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den trage ich sehr gerne. Auch wie bei deinem Teil eigentlich. Man macht ja auch nicht aktiv Werbung jetzt für das Brand. Ja. Mein Gott, es steht hier ganz klein, glaube ich, Hugo Boss drauf. Sieht kein Mensch, wenn ich den trage. Und ich meine, es ist ja auch gut, weil wenn man mal sieht, er hält ja auch immer noch gut, so nach dem Motto. Und warum soll man dann nicht mehr tragen? So sieht's aus. So, Olli, jetzt müssen wir aber noch Leute nominieren. Ja, an wen denkst du da denn so? 3 Leute? Wäre ein bisschen wenig. Ja. Also ich denke da an die komplette Community. Die komplette Community. Die komplette Community. Das ist halt schon krass. Soll jetzt halt da auch mitmachen. Das wäre der Burner. Das wäre der Burner, fände ich cool. Machen wir. In diesem Sinne, meine Lieben, viel Spaß beim Bilder hochladen und beim Poppen. Klar. In welcher Form auch immer. Sowieso. Das überlassen wir euch. In diesem Sinne, Yannick, was gibt's noch zu sagen? Schaut gerne mal bei der Romero-Initiative vorbei auf der Website. Da findet ihr auch noch ganz viele weitere interessante Infos. Ganz liebe Grüße gehen auch nochmal raus. Und dann bleibt wirklich nur noch eins zu sagen, Olli. Bis nächste Woche. Habt euch lieb. Ciao.